Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Serverentdeckung. Heute sind wir mal auf dem multicube.net Server. Ich glaube multicube.net. Und da führe ich euch einfach mal ein bisschen rum. Und am Ende sage ich dann euch noch mein Fazit. Und ich würde mal sagen, dann fangen wir einfach mal an. Das ist Survival Games, der Klassiker. Eigentlich so ziemlich auf jedem Server. Und hier gibt's, ich weiß gar nicht, wie viele Lobbys, gibt auf jeden Fall ein paar. Und die sind auch immer, da kommen immer gut rein und nie zu voll und nie zu leer. Also so immer so mittelmäßig. Bis halt auf am Morgen wahrscheinlich, das ist dann ein bisschen weniger. Aber sonst geht es eigentlich ganz gut. Da sind wir bei, gute Frage. Was ist denn das? TNT Run, also so die ganze Minigames, stimmt. Will ich euch noch gleich im Game Selector zeigen. Ich weiß gar nicht, ist das so angeordnet wie... Ne, das ist nicht so angeordnet. Das ist Cubecade, genau. Also da gibt es also ganz viele Arcade-Games. Hier zum Beispiel Gunsbleef, TNT Run, Inferno Rush, das weiß ich nicht, was es ist. Tedronimo, was auch immer das ist. Paintball, das ist ein neuer Spielmodus. Würde ich euch auch mal empfehlen, der ist mega nice. Dann sind wir hier bei Super Jump. Spiele ich jetzt auch so privat eigentlich gern. Einfach mal zu mal ein bisschen die Jump-Run-Künste ein bisschen zu auszubauen. Mache ich eigentlich, spiele ich eigentlich ziemlich oft in der Freizeit. Dann hier Syndicate Games, das was mal ein bisschen so viel Anklang gefunden hat, wobei es jetzt ja auf Timolia 1.1 gibt, wobei das mein Minecraft die ganze Zeit abstürzt, wenn ich nur auf den Server connecte, weil das irgendwie, ich weiß, habe keinen Plan, warum das so ist, aber. Und Minecraft stürzt halt die ganze Zeit gerade ab und deswegen kann ich den nicht auf den Server connecten und ist halt scheiße. Aber hier eben, deswegen sage ich gerade immer Syndicate Games, weil halt das einzeln nicht geht und deswegen, ja. Genau. Dann sind wir hier beim nächsten und zwar ist das Snowspleef. Muss immer so ein bisschen hochgucken, weil ich den Dings nicht so im Kopf habe, die Lobby halt, was nacheinander kommt. Snowspleef ist, denke ich mal, jedem klar, was das ist. Man hat so eine Schaufel. Das ist doch Snowspleef. Man hat so eine Schaufel. Und, muss den anderen dann so weg, also den Schnee unter der Füße wegmachen, dass der dann runterfliegt und dann hat man gewonnen. Ja. So einfach ist das Prinzip. Ich glaube, das ist nur so ein Übergangsbereich. Da soll nichts sein. Also zumindest keine Lobby. Dann hier, Coming Soon, da ist dann manchmal sind da so Turniere, glaube ich. Ist hier dann, oder ist das Turnier irgendwo anders? Ne, das Turnier ist doch meistens. Guck mal hier, wo Coming Soon ist. Da war, ich glaube, das war mal ein Dings-Turnier, so ein, wie heißt das, Fußballturnier? Ne, Fußballturnier. Irgendein Turnier war da mal. Und jetzt ist, glaube ich, gerade auch ein Turnier, so ein Superjump-Turnier. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Aber ja. Dann kommt hier, was kommt denn hier? Das ist auch wieder so ein Übergangsbereich. Achso. Dann kommt hier auch was Neues. Irgendwas. Ein Game. Handbook of Scumbling. Okay. Handbook heißt es. Was? Ne, Gunsbleef heißt es. Der Spielmodus. Okay, dann kommt hier Colony Wars. Da bin ich jetzt auch überfragt, was das genau für ein Spielmodus ist. Da gibt es halt auch wieder ein paar Lobbys, so. Aber habe ich jetzt noch nie gezockt. Dann hier auch wieder Coming Soon und hier gibt's Zombie Escape, genau. Ich meine, den Spielmodus habe ich einmal gezockt. Aber was genau das jetzt ist. Keine Ahnung. Ich glaube, man muss irgendwie vor Zombies wegrennen vielleicht. Wenn es Zombie Escape heißt, könnte ja schon sein, aber ja. Dann sind wir schon wieder am Anfang angekommen bei Survival Games. Und dann kommt mein abschließendes Serverfazit noch. Der Server ist an sich ganz geil. Weil also vor allem die Lobby, die ist sehr übersichtlich und man findet sich schnell zurecht und ist nicht so eine mega große Lobby, wo du von einem zum von einer Stelle zum anderen laufen muss. Da ist ein YouTuber. Hallo. Kenn ich den?
Muslimischen, kein deutscher YouTuber. Und ja, deswegen gefällt mir das Lobby-Layout, das Server-Layout. Das Lobby-Layout eigentlich ziemlich gut. Was mich manchmal ein bisschen nervt, ist, wenn man auf den Server joint, dann laggt Minecraft für einen kurzen Moment richtig extrem und dann geht's wieder. Das ist auf dem Server richtig extrem, das ist auf keinem anderen Server so. Aber hier, auf Multicube ist das brutal. Und so allgemein, das außenrum, das gestaltet von dem hier, dem Wasser... Fall, nee, kein Wasserfall, so ein Teich, so ein Fluss. Eigentlich ganz cool gemacht. Ja. Dann hier. Okay, der YouTuber ist mir gerade im Chat. Ja, und das hier, das, ja, was auch immer das sein soll, keine Ahnung. Ja, und dann würde ich sagen, war es mit der Folge der Serverentdeckung. Und wenn ihr eine Server ganz sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!